Hallo und willkommen zu einem Ersteindruck, für mich auch sehr unerwartet. Wie ihr schon gelesen habt, Ringe der Macht. Also die Amazon-Serie? Amazon-Serie, ja, ich wollte jetzt eben was Negatives sagen. Nee. Nein, Amazon-Serie. Es ist eine Amazon-Serie. Könnt ihr also bei diesem ekelhaften Riesenkonzern schauen, der von mir mal grundsätzlich kein Geld kriegt. Deswegen habe ich das auch bei anderen mitgeguckt, sodass Amazon von mir auf jeden Fall mal kein Geld bekommen hat, nur weil ich Ringe der Macht gesehen habe. Ja, ist leider so. Genau, unerwartet deswegen, weil ich es eben unerwartet auch gesehen habe. Bene hat es auch gesehen. Wie lange ist es bei dir jetzt her? Bei mir war es vorgestern, habe ich es zu Ende gesehen. Also ich habe mir die letzte Folge nochmal am Sonntagmorgen oder so, zumindest Teile davon nochmal angeguckt. Wunderbar. Und wir müssen noch eine Sache ganz dringend klären. Es ist ein Ersteindruck, das heißt, es ist ein erster Eindruck, nachdem wir einen Film oder eine Serie geschaut haben und wollen was drüber erzählen. Für wen ist es geeignet? Wer sollte es sich anschauen? Wer hat Spaß daran und wer vielleicht eher nicht? Und es ist beim Herr der Ringe-Universum natürlich so fast nicht möglich, ohne seinen Background zu erklären. Ja. Mein Background bei Herr der Ringe ist, ich habe die Filme damals, als sie ins Kino kamen, gesehen, war überwältigt. Diese drei Filme gehören für mich mit zum Besten, was jemals auf die Leinwand gekommen ist. In seiner Gänze, es werden regelmäßig Herr-der-Ringe-Tage gemacht, sozusagen einmal im Jahr, genauso wie ein Avatar-Tag oder ein Krieg-der-Sterne-Tag. Ich habe auch versucht, die Bücher zu lesen und bin kläglich gescheitert. Das Thema hatten wir schon öfter, Concerning Hobbits. Steff hat mal empfohlen, einfach Concerning Hobbits komplett wegzulassen. Ja. Yep. Immer gut beim ersten Mal. Oder Hörbuch, so wie es Selma gemacht hat. Vielleicht werde ich irgendwann noch einen Versuch starten. In jedem Fall bin ich eher so der Typ Leser, der gerne wenig beschrieben hat und sich gern selber sein Zeug denkt. Und die Herr der Ringe Bücher beschreiben halt schon sehr, sehr, sehr detailliert. Und ob das so die Bücher so mein Fall sind, ist deswegen eine andere Sache. Die Bücher sind deswegen aber natürlich eine super Vorlage für Filme gewesen. Du hast, glaube ich, mehr gelesen. Ja. Ich habe den Herr der Ringe definitiv als Kind gelesen und als Jugendlicher. Und den Hobbit? Den Hobbit habe ich bis heute nicht gelesen, tatsächlich. Wow, okay. Nur stückweise und sonst was. Aber es ist tatsächlich so ein... Silmarillion? Ich fange es an. Oh ja, das habe ich versucht. Das ist... Also da lese ich dreimal lieber Concerning Hobbits. Also es war, ich saß davor so... Ja. Was ist das? Das war tatsächlich... Das ging gar nicht. Das Gespräch hatten wir auch mit Steff über Silmarillion. Und Steff fragte mich, ob ich das Alte Testament gelesen habe. Nicht so. Ich habe tatsächlich mal das Alte Testament gelesen, beziehungsweise ich habe es versucht und habe es nicht durchgehalten. Und sie sagt, wer das Alte Testament nicht durchhält, sollte Silmarillion erst gar nicht anfangen. Altes Testament ist wirklich kapitelweise nur, der zeugte den und der zeugte den und der tat dann dies und das in diese Töpfe. Und so ein Scheiß. Und es ist nicht zum Aushalten. Und Silmarillion muss wohl ähnlich sein, also viel beschreibenderweise von der Welt einfach. Deswegen ist, ich wollte einfach so starten, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob man jetzt, wenn man die Ringe der Macht schaut, ob man erwartet, dass alles absolut im Kanon ist und der Lore entspricht, so wie es niedergeschrieben wurde, oder ob man es einfach, und so habe ich es versucht zu sehen, so ein Wiederreinkommen in die Welt. Mal schauen, was sie draus gemacht haben. Und ist es in sich stimmig? Ist da in sich eine schöne Story zusammengekommen? Ist da, kann man das gucken, an und für sich, ohne jetzt irgendwie Silmarillion zu kennen, ohne die Anhänge vom Herr der Ringe zu kennen, die Bücher zu kennen, sondern einfach nur die Filme. Ich möchte und sollte an einer Stelle auch was anmerken dazu. Zum Thema Herr der Ringe. Ich bin kein Experte für Herr der Ringe. Ich habe mich lang und sonst was mit dem Ding beschäftigt, aber halt immer wieder. Und um mein Level, wie treu ich ihn gelesen habe,
Als ich den Film gesehen habe und die Szene mit dem Balrog hatte, vor allen Dingen den, also Der als ich Balrog. die Gefährten gesehen, also der Film, die Gefährten ins Kino kam und ich ihn gesehen habe, mein Kommentar war nur, der Film hat Geist. Da erinnere mich, da war ich sogar im Radio mit dieser tollen Aussage. Es war, was ich von den Herr der Ringe-Filmen halt, sie sind fantastisch. Sind ein absolutes Gesamtkunstwerk tatsächlich und haben, finde ich, größtenteils den Geist der Romane in der Art, wie ich das noch nie bei einer Verfilmung gesehen habe und auch seitdem nie wieder gesehen habe, eingefangen. Das hat damals wirklich jeder, der den und jeder, die den Film gesehen, also die die Bücher gelesen haben das alle mir auch so gesagt. So, ich habe das alles gelesen und diese Verfilmungen sind richtig gut, ja. Und Hat um jeder mal gesagt. nicht mein Thema mit allem Möglichen, wo ich mich beschäftigt habe, auch in der Zwischenzeit etwas zu relativieren. Und meine zweite Frage nach einige Zeit nach dem Film war: Wer zum Geier ist Tom Bombadil, von dem hier alle reden? Weil ich habe den Herr der Ringe halt bei zweimal Lesen einige Passagen immer mal wieder vorgeblättert, vor allen Dingen, wenn die Leute angefangen haben zu singen und sonst noch irgendwas. Das war so, okay, ich gebe mir die erste, am Anfang gab es, ich gebe mir die erste Seite und irgendwann gab es mir, ich gebe mir die erste Zeile und irgendwann gab es, okay, ich sehe den Text fürs Gesang, weiter geht's, bis es aufhört. Ja. Oh Gott, wir machen es gerade richtig fein Ja, da. ist halt so. Ich möchte dir nur auch keinen falschen Eindruck erwecken. Nee, okay. Dann fangen wir mal mit Ringe der Macht an. Ich möchte auch überhaupt nicht auf den Hintergrund, wer wie viel bezahlt hat, wie das mit den Rechten ist. Fakt ist, die Inhalte dazu kommen, anders als ich es anfangs geglaubt habe, nicht aus dem Silmarillion, sondern aus den Anhängen zu den Herr der Ringe Büchern, Die ich für lesenswert halte. wo eben noch viel beschrieben ist, was davor war, was danach war. Und ich würde sagen, wir geben es einfach mal einen kurzen und knappen Eindruck ab. Völlig spoilerfrei wie immer. Wenn wir zu den Spoilern kommen, sagen wir das. Wie ist mein Eindruck von Ringe der Macht? Wechselnd. Was ich bisher mitgekriegt habe von allen möglichen Leuten, ist von absoluter Begeisterung bis hin zu vernichtend. Und das sind alles Herr der Ringe-Fans und Freunde, die das auch alles gelesen haben, zum größten Teil im Gegensatz zu mir, andere auch nicht, aber es ist ein Riesenspektrum und mein Spektrum schwankte, weil die Serie fängt an, ich sehe so die ersten ein, zwei Folgen und denke mir, boah, steckt da Geld drin, boah, sieht das gut aus, tolle Schauspieler und alles. Und es sind lauter so kleine Einzelstorys, die man verfolgen kann. Und da wird man schon irgendwie reinkommen. Das wird sich schon irgendwie ausgehen. Ich mag das, wenn man verschiedene Storylines verfolgen kann. Man kann sich dann aussuchen, was mag ich mehr, was mag ich weniger. So war das auch bei mir. Es hat mir gefallen. Es hat mir gefallen bis über die Mitte. Und dann aber irgendwo, als dann doch irgendwann mal ein bisschen Biss in die einzelnen Storylines musste, haben die für mich alle nachgelassen. Bis hin zu inhaltlichen Fragen, die ich im Kontext zu Herr der Ringe nicht hinkriege. Und ich habe mir dann überlegt, warum hat es mich nicht so mitgerissen? Und ich habe auch Zitat von Selma, die jetzt ja nicht dabei ist. Ich möchte ein Zitat von ihr sagen. Sie sagt, man ist immer Meta. Und ihr ist es auch nicht gelungen, einzutauchen in diese Welt, anders als beim Herr der Ringe. Man ist immer, man hockt da und denkt sich, boah, das haben sie aber toll gemacht. Boah, das sieht aber gut aus. Oh, das ist ein Wiedererkennungswert. Warum? Und das würde ich auf den Punkt bringen, Prequels funktionieren einfach nicht. Weil entweder hältst du die Story weit weg von der Hauptstory, die alle kennen, was hier ja kaum möglich ist. Es hat ja damit zu tun. Es ist ja die Vorgeschichte. Aber wenn du das einfach nicht kannst, dann kommst du nicht drum rum, diese plakativen Szenen reinzubauen, wie so ist es passiert, hier, das ist der Moment, nein, das heißt jetzt nicht mehr Südlande, das heißt jetzt, das wäre jetzt ein Spoiler, und das sind diese Momente, die einen echt rausnehmen oder erst gar nicht reinkommen lassen, weil sie immer mehr werden im Verlauf der Serie, je näher es oder je mehr die Ereignisse tatsächlich dann mit dem Herr der Ringe irgendwann zu tun haben. So ging es mir auf jeden Fall. Es sieht toll aus, tolle Schauspieler.
tolle Musik, toll alles, was man so sich anschauen kann. Die Handlung ist ein Prequel und irgendwo funktioniert sie deswegen für mich nicht. Ich komme nicht rein. Also, und jetzt kannst du labern. Ja, das rein tatsächlich in vielerlei Hinsicht geht es mir da ähnlich wie dir. Das Reinkommen war mir, als die Serie, je weiter die Serie fortgeschritten ist, tatsächlich immer leichter geworden. Aber es ist nicht überall so. Tatsächlich muss ich zugeben, gerade am Anfang, die ersten zwei Folgen auf jeden Fall, hat man ziemlich stark so ein, es sieht man es wirklich von der Meta-Ebene. Es sieht, wow, die Animation oder sonst was, das Landschaftsdesign ist wirklich toll. Ich sag's mal ganz ehrlich, es gibt trotzdem ein Problem. Das schieben wir nachher. Was ich nur sagen will, Serie hat definitiv einen sehr, sehr schweren Stand von Anfang an. Oder ein schweres Erbe, sagen wir es mal so. Ja. Tatsächlich aber vom Reinkommen, das ging, je nachdem, welche Storys es gerade waren und welche Personen, Figuren und so weiter es ging, war es mal leichter, mal schwerer, mal wirklich drin. Aber es ist keine durchgehende Magie, das muss man leider wirklich sagen. Ja. Ich mag die Serie oder ich würde mal sagen, ich bin ein Freund der Serie. Ich bin ja ziemlich skeptisch an vielen Punkten gegenüber, muss man auch allerdings. Also ich muss aber auch sagen, dass es wenig Sachen in den letzten 10 Jahren oder sowas gab, die mich wirklich groß überzeugt haben. Die letzten 3-4 Jahre, alle Serien und sonst was sind so... Im besten Fall es wäre jetzt hart gesagt erträglich, aber es ist halt wirklich so ein, ich bin mit einer mit Schulnote 4 zufrieden inzwischen bei Serien, sagen wir es mal so. Weil es ist halt einfach so eine Tatsache, dass so wirklich voll überzeugt und weggeblasen ist halt echt schwierig irgendwann. Vor allen Dingen, nachdem man so viel gesehen hat, denke ich, das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass habe ich echt das Gefühl, dass die Leute verlernen, vernünftig zu schreiben. Ja. Weil tatsächlich habe ich ein bisschen ein Problem mit der Struktur. Da hatte ich etwas, worüber ich vorher hier schon gelabert habe. Also eins, machen wir es mal kurz zurück. Fühlt sich das Ding nach Tolkien an oder nach der Herr der Ringe-Film? Aus meiner Sicht nein, definitiv nicht. Sie haben sich hier und da am Style bedient, aber von dem, wie es gestaltet wird, also wie Sachen aussehen, Kostümdesign und dergleichen, definitiv. Aber die Art, wie es erzählt wird und so weiter, hat tatsächlich nichts damit zu tun. Es ist effektiv eine Mystery-Serie ein bisschen. Sie hat aus meiner Sicht hat sie ein Problem mit dem Scale, wie groß sich die Sachen anfühlen. Es wirkt extrem menschenleer und zwar nicht nur im Sinne von human. Es wirkt tatsächlich so, dass da extrem wenig Leute leben. Gut, es kann auch sein vom Hintergrund und sonst war, dass das eine Zeit war, wie gesagt, die Welt ist ja zerstört worden. Effektiv, also wenn wir ganz kurz in den Hintergrund reingehen, mit dem Krieg gegen Morgoth, dem Oberboss von Sauron und sonst was, als die Sache zu Ende fiel, gab es von Mittelerde nur noch ungefähr die Hälfte, weil die westliche Hälfte ist im Ozean gelandet und dem Rest ging es wahrscheinlich auch nicht so besonders gut tatsächlich. Ich glaube, auf den Originalkarten taucht zum Beispiel Mordor effektiv quasi gar nicht auf oder wenn, dann nur so ein Zipfelchen, weil eigentlich alles so im Nordwesten, der dir zwar von der Karte irgendwie vage vertraut kommt, aber wenn du nachguckst, im Ozean versunken ist, bevor das zweite Zeitalter begann, oder? Und klar, von daher, dass es deutlich geringere Bevölkerung gibt als vielleicht zu anderen Zeitpunkten. Ja, eine Sache. Ich habe ein Problem, nicht unbedingt, weil es ein Prequel per se ist, aber ich habe ein Problem, Hochzeiten. Hochzeiten von Elfen und sonst noch irgendwas. Alter, der Herr der Ringe ist, Mittelerde ist in gewisser Weise eine traurige Welt. Diese Welt hat viel Leid gesehen, die hat viel Schönheit gesehen und vor allen Dingen sehr viel, so viel das vergangen ist. Und das ist ein Problem, das die Serie hat, von dem, wie sie das Setting gewählt hat. Herr der Ringe zeichnet sich ein bisschen durch Wehmut und Romantik aus, durch Dinge, die vergangen sind. Und in dieser Serie ist halt fast noch nichts vergangen tatsächlich. Das ist prinzipiell ein Problem von Fantasy auch und damit auch von Prequels, denn genau von sowas. Also eine düstere Vergangenheit
die die Welt im Jetzt und die Geschichte im Jetzt begründet. Davon lebt der Herr der Ringe, wie gesagt. Davon lebt Star Wars, also 4 bis 6. Davon lebt Avatar The Last Airbender. Davon leben eigentlich alle größeren Fantasy-Universen, dass es eine Vergangenheit gibt, die irgendwie so im Dunkeln liegt, die dunkel war, und die auch noch ihre Auswirkungen auf die Jetztzeit hat. Und wenn man ein Prequel macht, das in der Zeit spielt, hat man ein Problem. Mhm. Und das ist auch das, was wir ja schon mal gesagt hatten für die Star Wars Prequels. Ja. Man sieht zum Beispiel, am besten noch hat es funktioniert in Numenor. Ist nicht wirklich ein Spoiler, würde ich sagen. Für die Leute, wo es nicht kennen, Numenor ist im Prinzip die, was die Hochelfen in der meisten Fantasy sind, die Hochelfenreiche, die vergangen sind, ist Numenor effektiv für die Menschenreiche. Gondor und so weiter, das ist im Prinzip von, sagen wir mal, Nachkommen von Numenor, ja, genau. Gegründet von worden. Und das, ist im Prinzip, könnte man sagen, eigentlich ein Abklatsch des Glanz des, von Numenor. Vor allen Dingen zum Zeitpunkt der Herr der Ringe, wo Gondor selber ja schon massiv einen sehr starken Tiefpunkt ist. Da hat es noch so halbwegs funktioniert. Man hat das Gefühl, da ist Vergangenheit und sonst wie. Hat auch damit zu tun, dass man später erst in der Story da reinkommt, während man von Anfang an effektiv bei den Elben ist. Es kommt drauf an, wenn man es halt dann zwischendrin mal auf Englisch guckt, hat man echt ein Problem, weil im Deutschen sind es Elben. Ja. Eine Sache, die ich sehr wichtig finde, die Unterscheidung nebenbei. Ja. Das ist auch so ein Problem von mir, weil die kommen mir nicht rüber wie Elben, sie kommen mir rüber wie Elfen, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch so eine Sache. Also es ist tatsächlich die... Ja. Die Schwächsten, gemischt. Tatsächlich. Es kommt also, Elben ist je nach Fantasy-Universum, wo man ist, unterscheiden die sich genauso stark wie Orks oder Goblins. Ja. Also da muss man immer ins Universum halt selber reingucken. Eine Sache noch, die ich einwerfen will, was das Design angeht, nämlich und warum man immer wieder ins Meta geholt wird, ist, weil man eben Designentscheidungen auf dem Bild sieht und sie sich überlegt, wie zum Beispiel, und das ist gerade bei den Elben, die Frisuren. Und Zitat Steff, ich zitiere Steff, Steff, du kannst gerne kommentieren, wenn es nicht richtig sein sollte, aber ich kann das nicht so trocken wiedergeben, wie sie das dann gemacht hat, wo wir alle dann erstmal lachend auf dem Boden liegen, wenn sie sowas trocken von sich wiedergibt, aber war, hey, ich konnte eine Stunde lang nicht weiter aufmerksam die Folge gucken, weil ich erstmal eine Stunde lang damit beschäftigt war, mir zu überlegen, wie diese Föhnwelle bei Elrond hält. Und ja, tatsächlich ist allein die Frisur schon für die Elben halt so, okay, man kann sich natürlich überlegen, über Jahrtausende hinweg wollen die immer einfach nur lange Haare haben. Okay, nee, aber Fantasy-Universen, die was etabliert haben, zum Beispiel, was Elfen sind, was Orks sind, etc. Da hat der Zuschauer, der Fan dieser Welt, und das hat was mit dem Respekt vor den Fans dann zu tun, ein Bild im Kopf, wie das aussieht. Und wenn dann eine Produktionsfirma hingeht und dieses Bild, das man im Kopf hat dazu, willkürlich verändert, dann ist man im Meta. Die Veränderung selber kann ja gut aussehen, die kann auch irgendwo vielleicht begründet sein, aber... Es soll sich halt begründet anfühlen, das ist aber auch so. Aber es fühlt sich halt nicht begründet an und bei den Frisuren dachte ich mir halt so, sind wir jetzt in den 70ern oder... Weil, ihr habt wahrscheinlich alle die Bilder gesehen, aber es ist halt tatsächlich so. Also vor allen Dingen, es hilft nicht, dass die Figur... Also gut, man kann sich diskutieren, wie gut tatsächlich die langen Haare in den Herr der Ringe-Filmen aussahen. Ich mocht's, aber es muss ich auch ehrlich zugeben, sieht eigenwillig aus, aber es gehört absolut, finde ich, dazu und gibt ja auch ein Gefühl. Witzigerweise, die beste Elbenfrisur hat der Dunkelhäutige, weil der hat effektiv eine Stoppelhaarfrisur. Und das fühlt sich witzigerweise viel echter an. Das fühlt sich viel echter an als die Föhnwelle von Elrond. Genau, ja. Bei dem Ding frage ich mich nur echt, was zum Teufel geht bei dir? Also Elbenmagie habe ich in dieser Form echt anders erwartet, sagen wir es mal so. Es ist so... Falls ihr mir sagen wollt, das ist typisch
Mystische von den Elben, dann ist wirklich diese Frisur einfach, das so mundaner ja. geht's nicht mehr. Es holt einen halt raus, einfach an der Stelle. Und jedes Mal, wenn der im Bild ist, sind aber auch tatsächlich dann Story-Elemente, die für mich nicht gepasst haben. Wie zum Beispiel die, also ich bleibe mal spoilerfrei, ich umreiße es nur mal, die Prüfung, die Elrond bei den Zwergen ablegen muss, die effektiv keine Prüfung ist, weil wie soll man die bestehen? Ja, besteht sie. Es ist auch keine Prüfung, es ist, es ist eine Prüfung Herausforderung. Das wird aber Prüfung genannt und verstehe ich nicht so ganz. Können wir im Spoilern vielleicht noch drüber reden, wenn du mich dran erinnerst. Ist aber, das waren so Sachen, die haben mich rausgenommen, die fand ich nicht gut überlegt. Da hätte man sich einfach was Besseres einfallen lassen können. Wer Tolkien religiös verfolgt, witzige Sache für jemanden, der sehr religiös war da, also der Schreiber und auch entsprechend die Themen reingenommen hat, nee, könnt ihr vergessen, wie auch. Ganz ehrlich, das ist, es ist ein, wie wir es mal hatten, es ist ein ganz massiv, es ist quasi ein Fanfiction mit Auftrags, als Auftragsarbeit und sonst noch irgendwas. Ist es ein würdiger Vorgänger für die Herr der Ringe-Filme? Budgetmäßig sicher. Bildermäßig teilweise. Wie gesagt, bisher wohlgemerkt, es sind ja auch noch ein paar Staffeln, die kommen sollen. Also muss man auch mal sehen, wie das wird. Aber ist es eine gute, also ist meine Antwort, ist es eine gute Fantasy-Serie? Naja, wie viele Fantasy-Serien, die haben wir tatsächlich gehabt, die irgendwie vernünftig was taugen. Und sagen wir mal ehrlich, also zählen wir mal Xena und Herkules nicht. Also, sind's auch, aber das ist ein bisschen ein anderer Stil. Ja. Da ist tatsächlich nicht so viel da. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen eine Problematik. Ich glaube, die haben recht wenig Vorbilder, wie sie eine Serie gestalten können in so einem Rahmen. Tatsächlich habe ich so das Gefühl. Der Rahmen ist richtig. Ich finde, der Rahmen ist wirklich schwierig, weil du bist an die Beschreibung im Anhang von Herr der Ringe gebunden irgendwie. Gleichzeitig musst gleichzeitig aber was Originelles bringen. Es ist halt recht wenig tatsächlich. Ja, und auch das Originelle von der Story her. Also alles, was ich kritisiere, ist wirklich storyweise. Denn das wäre meine Empfehlung. Also wer das Herr der Ringe-Universum mag, von den Filmen her, von dem, wie es aussieht, dieses Fantasy, Edo-Welt und so weiter, und auch so tickt, dass er zum Beispiel die Star Wars Prequels mag, weil es Star Wars-Universum ist und weil es meinetwegen toll aussieht, oder generell so tickt, dass er sagt, ich liebe dieses Universum, ich will da wieder eintauchen, der könnte da was finden drin, weil das Geld riecht man in den Szenen. Und es sieht gut aus, finde ich. Aber es sind halt Details, die einen immer wieder ablenken. Man ist zu sehr Meta. Also das Eintauchen ist mir schwer gefallen, obwohl ich es gerne wäre. Was dann aber halt eher an der Story lag und nicht an der Optik. Ja. Die Optik, die Tricktechnik nebenbei, sorry, aber da möchte ich kurz reinhalten, die ist wirklich legendär und sehenswert für sich alleine. Nicht unbedingt, dass die Bilder so ultra beeindruckend sind, sondern wie normal sich Sachen anfühlen, ja, die eigentlich nicht zu machen sind. Also du hast verschiedene Schauspieler, scheinbar zumindest im gleichen Shot, die sich miteinander bewegen und so weiter. Also die zum Beispiel die Hobbit-Technik, um Leute, Hobbits, Zwerge und so zu erschaffen vor unseren Augen. Du siehst, Gimli ist ja eigentlich meistens allein für sich oder sonst wie immer recht groß im Shot und dergleichen gewesen. Das hast du hier nicht. Hier hast du die Typen nebeneinander stehen, durch die Landschaft latschen, sich unterhalten, sich hinsetzen und alles Mögliche. Es wirkt so natürlich wie nur irgendwas. Ja. Du vergisst, also tatsächlich, das muss man sagen, von der Tricktechnik her und allem, du vergisst wirklich, dass da offensichtlich eine Menge Technik ist und dass da nicht ein 1,20 Meter großer und ungefähr ein Meter breiter Typ beim Drehen war, sondern nein, es fühlt sich unglaublich viel, fühlt sich echt an. Witzigerweise die Landschaft fühlt sich, sieht schön aus, fühlt sich massiv CGI an.
Und das ist das mit dem schweren Erbe unter anderem. Du hast einfach den Landschaftsporno von Neuseeland, den damals halt auch in unseren Breiten mal wirklich niemand gekannt hat, so, oder quasi niemand gekannt hat, was es da eigentlich für Landschaften und alles gibt, die vielleicht noch minimal irgendwo verändert wurden, hier und da ein paar Kleinigkeiten. Und hier hast du halt offensichtlich fantasieerschaffene Landschaften und du bist. Seit den Jahren hast du alles Mögliche auf der Welt gesehen, Guter was Punkt, das stimmt, beeindruckend. ja. Und da ist es halt noch schwer, damit zu konkurrieren. Ja. Und sie haben sehr coole, sehr schöne Gegenden erschaffen, von denen ich schon bessere Bilder mal gesehen habe. Also nicht genau diesen Orten, aber die Konzepte, die sie da haben, da habe ich halt schon unvorstellbar super gemachte Artworks, Bilder oder so in dem gleichen Stil gehabt. Und da ist es, was halt so die letzten 20 Jahre nachdem der Herr der Ringe raus war und Fantasy halt doch etwas breiter wurde, entstanden ist mit sehr viel Liebe und was weiß ich allem. Und es ist schwer damit zu konkurrieren. Es ist gut, muss ich wirklich sagen. Also, Es ist de facto aber gut. sehen, aber es ist halt, das haut einen nicht mehr vom Hocker wie Nee, und also 2000. was ich mit gut meine, ist jetzt nicht, wenn da die Elbenschiffe fahren oder sowas. Wobei, mir haben die Schiffe echt gefallen. Auch die fühlen sich echt an. Und das sind so genau diese Sachen, die du sagst. Also, wenn es solche Dinge gibt wie Schiffe und so, die sich bewegen, das fühlt sich echt an. Genauso. Eben andere Dinge, mit denen interagiert wird. Es fühlt sich echt an. Ist man jetzt von einer gewissen Opulenz erschlagen? Das fällt heutzutage natürlich schwer. Und CGI-mäßig, ja, Und das ist halt relativ zu Neuseeland sieht es natürlich CGI-mäßiger aus, ja. Und das ist halt besonders schwerwiegend, weil es halt eigentlich die Hochzeit der Elben war. Theoretisch Ja. vielleicht noch nicht ganz, auch wenn die Serie schon ziemlich stark damit spielt, dass sie so ihre Schwierigkeiten haben. Aber es könnten durchaus noch was Gewaltigeres und alles sehen in der näheren Zukunft, nennen wir es mal. Treue Verfilmung Verfilmung von dem Appendix, oder Appendix, wie spricht man das nochmal aus? Anhang. Anhang, Anhang. danke. Vom Anhang des Herr der Ringe, nee, und gleichzeitig ja. Mein Problem, ganz kurz, mein Problem ist, Hauptproblem mit der Serie ist, sie, finde ich, hat den Anhang genommen und verfilmen wollen. Und zerhangelt sich an dem Zeug fest, anstelle eine Geschichte zu erzählen, eine größere Geschichte mit eigener Mythologie und allem, wo der Anhang als Bereicherung, Zusatz und vielleicht als mehr oder weniger vielleicht sogar versteckter Faden im Hintergrund benutzt wird, was ich sehr einfach zu sagen ist, so eine Aussage und wesentlich schwerer zu machen, Ich halte es für aber für die unmöglich. bessere, aber ich würde es halt halten, also wenn vielleicht etwas Besseres ist, es hat ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Fleisch auf den Knochen, finde ich, die ganze Sache. Es wirkt ziemlich schnell. Es gab eine Sache, das ist jetzt kein Spoiler, irgendwann recht spät sagen sie, sagen sie in der Serie mal, wir haben Wochen, um die Arbeit von Jahrhunderten zu machen, weil in Anhang ist halt bis man Anhang, das, was da in der ersten Staffel im Prinzip passiert, sind ungefähr 300, 400 Jahre. Ja, also und das sind halt ein paar Monate bestenfalls in Steff der hatte ja auch Staffel. einen Vorschlag, wie man das hätte anders aufziehen können, nämlich gerade mit den Silmaril, dass man die quasi genauso einführt, wie die Ringe in Herr der Ringe in den Filmen eingeführt werden, um die Story so aufzuziehen. Kann ich jetzt nicht bewerten, ob das besser oder schlechter gewesen wäre. Vielleicht mag jemand kommentieren drunter, ob das besser gewesen wäre. Aber de facto ist es halt, ja, wir kommen darauf zurück, ist es ein Prequel? Und damit ist auch schreibenderweise die Problematik von Prequels einfach gegeben. Zusätzlich noch zu dem Umstand, im Prinzip so ein bisschen eine Hobbit-Thematik, dass du halt so ein dünnes Buch hast und über so viel Film ausbreiten musst und die Anhänger von Herr der Ringe sind ja auch nicht viel mehr. Und die werden jetzt halt auch über eine Serie ausgebreitet und das heißt, das muss gefüttert werden. Und
Das sehe ich halt tatsächlich auch nicht. Das ist ja, stattdessen dann es eher verkürzend mal wieder oder so, was ich ja, weil sie auch nicht alles wieder machen können. Ne? Ja. Ja. Diese Serie hat ein Problem, weil rein von den Anhängen und von der Mythologie für das Bedeutende, es ist ja das zweite Zeitalter waren 3,5 Jahrtausende. Sagen wir mal, der Zeitraum, den wahrscheinlich die Serie großartig interessiert, würde theoretisch so fast 3000 Jahre gehen tatsächlich. Selbst mit den Numenorern, die ungefähr fast 3 Jahrhunderte machen können und so weiter, kannst du da eigentlich den menschlichen Cast jede Staffel auswechseln, wobei sie definitiv kein Problem geben würde, à la American, weiß nicht Gods, sondern wie hieß die Serie, American Horror Story. Du nimmst die gleichen Schauspieler, aber gibst ihnen andere Rollen jede Staffel für alle neuen paar Jahrhunderte. Ey, das geht. Das wahrscheinlich nicht. Ich meine, die Elfen leben ja ewig, von daher wäre das kein Problem. Ja, die Elfen schon, aber die Menschen Elben, nicht. Sorry, ja. So, ist ja auch in der Serie so nach dem Motto so, hi, wollt mal wieder bei euch vorbeikommen. Wie geht's denn so? Wer zum Teufel bist du? Mein Großvater hat mal erzählt, dass ein Elb hier zweimal vorbeigeguckt hat. Dein Großvater? Lebt er noch? Ich bin der Großvater von der Familie hier. Ja. So nach dem Motto. Wobei, da gab es schöne Momente. Ja. Da drin, da kommen wir dann aber zu den Spoilern. Und ich hätte es gesagt, also Empfehlung für wen? Für diejenigen, die einfach wieder in das Universum eintauchen wollen. Und Hauptsache, sie sehen ein paar Elben, ein paar Orks. Die sind super. Ein paar Haarfüße. Das ist alles toll gemacht, das kann man sich anschauen. Wenn man keine zu hohe Erwartung an die Story hat, dann kann man das anschauen und kann sagen, ja, ich wurde gut unterhalten. Ja. So würde ich es sehen. Ich würde jetzt nicht zu negativ dran gehen, weil es war nur die erste Staffel, da kommt auch noch ein bisschen was. Aber die Prequel-Problematik bleibt halt in sich bestehen und ist eine Riesenherausforderung für einen Autor. Und ihr wisst, in was für einer Zeit wir uns befinden. Ja. Gerade Amazon hatte nämlich Zeitdruck, da was abzuliefern. Da gab es einen Vertrag, das habe ich jetzt auch noch nachgelesen. Ja, und die mussten in einem gewissen Zeitrahmen, und der war nicht allzu lang, mussten sie mit dem Drehen anfangen. Was natürlich bedeutet, die Zeit, die der Autor hatte, oder die Autoren meinetwegen, das weiß ich jetzt nicht mal, die waren natürlich extrem beschränkt. Mhm. Und da liegt dann einfach auch der Hund begraben. Ja. Deine Empfehlung, für wen ist es? Was? Meine Empfehlung ist jemand, der ein bisschen ausgehungert von Fantasy ist und tatsächlich generell halt den Stil von Herr der Ringe herum mag. Und halt definitiv für den das nicht eine zweite Religion ist oder sowas. Weil ist einfach... Das kann nur aber die Tabelle gibt es in der Stadt gar nicht. Ja, nicht mal, sondern auch so mit dem, was ist das Thema hinter Tolkiens, was waren seine Gedanken dazu, was ist die moralische Geschichte und so. Da gibt es auch ein paar Punkte, wo das machen wir jetzt in den Spoilern. Ja. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt mit den Spoilern los. Ja. Also schaltet ab, wenn ihr euch nicht spoilern wollt. 3, 2, 1. Okay, Spoiler. Magst du loslegen, soll ich? Ja, keine Ahnung, wo wir mit dem Spoiler anfangen. Also das Erste, was ich sagen möchte, ist vielleicht etwas beunruhigend, aber mein Lieblingscharakter in der ganzen Serie ist Adar, definitiv. Das nur mal kurz gesagt. Ist wirklich, er ist von allen der Sympathischste, das finde ich so. Also... Sagen wir es mal so, er fühlt sich am echtesten an und ist sympathisch. Es gibt sympathische Figuren, die fühlen sich nicht perfekt echt an dann. Und es gibt eine Menge und echte Figuren, die unsympathisch sind. Ja, da fehlt es ein bisschen. Er hat definitiv die beste Motivation von allem. Ist dabei ein riesen Arschloch, was man leicht vergessen kann in dem Zusammenhang. Weil ein Problem definitiv für mich ist, dass die Hauptfigur Galadriel ist. Oder, nee, nicht Galadriel, die Hauptfigur selber ist für mich ein Problem, die Galadriel genannt wird und später auch wohl werden soll.
Es ist, ich werde mit der nicht warm, wie also sie gespielt optisch, wird. Wie, optisch muss ich sagen, optisch nehme ich ihr die Galadriel ab, rein von den Gesichtszügen her. Boah. Da haben sie die Schauspielerin, finde ich, gut ausgesucht. Ich aber hasse diese Art der Gesichtszüge, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein Gesicht, der so unangenehm für mich ist. Ja, es ist vielleicht geschmacksabhängig auch, aber wie sie gespielt ist. Blond steht ihr auf jeden Fall nicht, sorry. Absolut nicht. Finde ich jetzt nicht, aber das mag Geschmackssache sein. Mhm. Wie sie gespielt wird, ist halt, erkläre ich mir so, dass sie damals noch eine andere war, was ich jetzt als Nichtleser von eine extrem unsympathische Zeug, andere, das muss ich mal wirklich sagen. Ich kann ihre Motivation schon verstehen. Wäre die Story gewesen, dass Galadriel die fucking Königin der Dunkelheit wird, dann hätte ich es gut gefunden. Ernsthaft, das hätte gepasst. Aber es ist halt wirklich so dieses so, nee. Spielt halt dauernd ein falsches Spiel, ja, wenn das mal so runterbricht. Ja, man, sie ist auf dem falschen Dampfer. Das sagt einem die Serie auch recht deutlich, finde ich, ohne dass es zu deutlich sagt. Also die Leute warnen sie halt die ganze Zeit, dass sie denken, dass sie auf dem falschen Dampfer ist und so weiter. Ist ein bisschen dann ähnlich wie, dass die Welt nicht besonders stark besiedelt ist und sonst was. Dass das ein bisschen dünn ist, ist es halt auch, ne, sind es recht wenig Sachen, an denen es festgemacht wird. Ich meine, sie unterstützt, was ich eigentlich cool finde, vom Story, wenn man es von der Vogelperspektive anguckt, sie unterstützt Halbrand, den Kerl, den sie auf dem Floß findet, beziehungsweise der sie auf dem Floß findet, kriegt so mit, der hat so ein Zeichen, das ist ein Königszeichen, tatsächlich aus den Südlanden, er hat gesagt, er wurde von, sie wurden von Orks verjagt, Orks gleich Sauron, ich jage den Sauron, Südlande, König, Orks bekämpfen, neuen alten König in die Südlande bringen, klingt nach einem guten Plan, hey, ich mach Halbrand zum König der Südlande und der halt so, wurde ich mal, also vor allen Dingen, das finde ich ja geil. Wir müssen jetzt nicht unbedingt die ganz harten Spoiler bringen. Ja. Die nicht, weil, nee, aber, weil, nee. Weil das ist auch ein Problem, ein Problem für mich, ja, dass im Wesentlichen viel der Story, die sie sich gedacht haben. Es ist eine reine Mystery-Geschichte. Genau, reine Magic Box wieder, wo es nur ist, wenn du die mal geöffnet hast, dann siehst du, was es ist. Und die Charaktere sind die gesamte erste Staffel zumindest im Prinzip nur auf dem Weg dazu, die Magic Box zu öffnen und dann am Ende zu sehen, was es ist. Zum Beispiel, der da vom Himmel fällt, ist die Story. Wer ist das? Und das zieht sich über die ganze Staffel. Wer ist Halbrand? Ist er wirklich der König? Zieht sich über die ganze Staffel, bis halt am Ende die Magic Box aufgeht. Das heißt, es ist dünn. Es ist einfach dünn. Ist eine Magic Box Story, ja. Es könnte sogar sein, dass beim zweiten Mal ansehen es ein bisschen besser ist, aber es ist halt nicht The Sixth Sense. Das kann ich schon mal hundertprozentig sagen. Du, ja, du bist nicht völlig auf einem falschen Dampfer, wobei ich definitiv, also manche Leute haben sich da zum Beispiel über den, also es gibt die Sache, falls ihr irgendwie gesehen habt, dass Sauron so eine komische Dame in Weiß ist und sonst doch irgendwas, ich spoilere jetzt einfach mal. Also, keine Ahnung, was die genau ist. Ich hoffe ja auf ein Maiar oder einfach bloß irgendeinen alten Geist oder sowas, aber ist definitiv nicht Sauron selber. Das ist ein bisschen komplizierter, sagen wir es mal einfach so. Nicht so kompliziert, wie ich es befürchtet und gleichzeitig gewünscht habe. Was gibt es noch genau? Spoiler, also Dinge, die mir einfach nicht gefallen haben oder ich mir gedacht habe, die sind so schlecht überlegt story-wise. Zum Beispiel als Elrond zu den Zwergen kommt, ja, wird er ja erstmal abgelehnt. Und dann weiß er aber, er kann diese eine Prüfung fordern. Und was ist diese Prüfung? Man stellt sich da halt vielleicht irgendeine zwergische Prüfung vor. Nein, er muss in einer zwergischen Sportart, wenn man so will, nämlich Felsen zerhauen, nacheinander, so dicke Felsen, den Königssohn besiegen. Und das ist halt so, hä? Das ist keine Prüfung, sondern das ist ein Wettbewerb. Und an der Prüfung stelle ich mir A, was anderes vor, B, wie soll irgendjemand, der kein Zwerg ist, das bestehen? Das ist so,
Wenn du den Herr der Ringe kennst, würdest du fragen, was soll an dem Ding fair sein? Ein Elf gegen einen Zwerg bei irgendeinem Contest wird, der Zwerg wird eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, verlieren, wenn man die Dinger kennt, was die Zwerge nie zugeben würden. Aber es ist halt ein Wettbewerb, es ist eine Herausforderung. Es ist ja auch, wie dort gesagt, es ist eine Herausforderung. Er macht das ja nur, damit er reinkommt, damit er in Kontakt mit ihm kommt, an und für sich. Wenn es nach dem Ding direkt gehen würde, ist es, ich fordere den heraus zu diesem Duell, nennen wir es jetzt mal. Und ich will die ganze Zeit Bakura sagen oder so, also kommt es ein bisschen vor. Und wenn ich gewinne, kann ich von dir einen Gefallen fordern. Wenn ich verliere, bestimmst du, was ich tue. Also, es ist ein Duell, ein Wettbewerb, eine Herausforderung. Und ich finde es sehr, sehr passend. Es geht ja auch Elrond, wie man mitbekommt. Ich wollte schon sagen Sauron, Entschuldigung. Zu viele R's an der Stelle momentan. Es geht Elrond ja nicht darum, tatsächlich das Ding zu gewinnen und ihn dazu zu zwingen, was ich eine schöne Sache fand. Er will überhaupt, dass er in Kontakt mit ihm kommt. Genau, sondern er guckt, dass er in Kontakt kommt, dass er mit ihm reden kann, weil schöne Freundschaft, finde ich eigentlich. Ja. Und auch eben auch der Punkt zu dieses... Aber das erklärt sich nicht, wenn er am Anfang so sauer war und der Grund, warum er sauer war, finde ich eine super Story. Das haben sie toll gemacht. Dass sich das so komplett umkehrt und dass den er gar nicht in den Berg reinlassen wollte, nachdem er 1-2 Tage vielleicht da ist insgesamt, oder wie lange ist er da? Vielleicht eine Woche? Ich weiß gerade nicht. Aber Elronds wegen auf einmal sich gegen seinen Vater und König stellt und das für einen Zwerg, halte ich dann schon nicht mehr für glaubhaft. Das ist story-wise, finde ich das auch so ein bisschen. Nee. Nee, also das hat wiederum für mich wirklich vollkommen Sinn gemacht. Dass sich ein Zwergenkönigssohn gegen seinen Vater und König stellt, nur wegen seinem Elbenbesuch, der zwar ein Freund ist, aber vielleicht maximal eine Woche da ist jetzt auch, den er vorher selber gar nicht reingelassen hätte. Wie gut kann dieser Freund wirklich sein? Natürlich ist ein guter Freund, ja, aber deswegen wird er sich nicht gegen seinen, vor allem als Zwerg, wo ich mir halt vorstelle, gerade die Zwerge haben extrem starke Hierarchie und Familienbande. Und das halte ich einfach story-wise und weltweise nicht für glaubhaft. Ja, und ich eben schon, weil es tatsächlich wir... Die ist fertig. Ja. Wir gucken jetzt, also gerade hat sich eine Kamera verabschiedet, wir gucken jetzt nur noch in diese Kamera. Ja. Wenn du eng genug, ist halt so die Idee, wenn du eng genug mit dem Zwerg bist, wenn du eng genug befreundet bist, sagt er ja selber, wird es eigentlich eher familienmäßig, was ein Punkt ist, warum er so sauer ist, weil er, und ein Punkt ist, gleichzeitig ist es ja nicht nur das, sind auch, es steht ja auch sein Vater noch doch dahinter, wo er eigentlich auch so einen Einfluss hat, dass er die Freundschaft nicht allzu sehr aufleben lassen soll. Auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn du meine wirklich alte Freunde, mit denen du sehr dick warst oder sonst was, nach langer Zeit oder sonst was wieder siehst oder nachdem du ein Problem hast, es reicht manchmal nur ein bisschen Interaktion und du bist halt so, okay, es ist eigentlich fast so, als wären, was alles dazwischen war, gar nicht mehr, eine Zeit lang zumindest. Ja. Es ist, für mich wirkt es absolut echt tatsächlich. Plus, es ist ja nicht nur die Freundschaft, er ist ja selber eigentlich nicht begeistert von dem, was wie die Politik von seinem Vater ist, wie die Entscheidungen sind, wie er trifft, wie er die Zukunft des Volkes gestaltet. Es gibt einen Punkt, er steht auch unter dem Einfluss von seiner Frau, die eine starke Frau ist, die ist auch ein Punkt, okay, ja. Also, dass er mit seinem Vater nicht so ganz einverstanden ist, immer wird etabliert, ja. Dann kommt auch seine Frau dazu, die ihm ja wirklich so, wir werden hier die großen Macker. Ja, okay, ja. Kann man so sehen. Ich finde seine Frau super und ich habe die ganz böse Befürchtung, dass das im Laufe der nächsten Staffel eine Lady Macbeth wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe irgendwo dazwischen, das wäre cool. Oh Gott. Ja, ja. Also, sie hat schon sowas, Es Streitsüchtig ist so ein bisschen auch. Im Hinblick auf das, was in der Staffel dran kam, kurz gesagt, man sieht Moria,
Und zwar zu seiner Blütezeit, vielleicht sogar vor super, seiner genau. Blütezeit sogar, wie man es nennt. Das ist genau. eine schöne, zu einem Zeitpunkt, als es belebt war, ein Ort des Lebens war, aber bevor sie Mithril im großen Stil abgebaut haben und dadurch halt unvorstellbar reich wurden. Es ist vor dem, aber definitiv zu einem Zeitpunkt, wo man ja, davon damit rechnen kann, dass man, wenn man dort empfangen wird, ein Festmahl und eine Feier präsentiert wird, die ihr Zeichen so in der sterblichen Welt normal nicht zu sehen, nicht zu finden ist. Irgendwas Ebenbürtiges. Ist es witzig, dass ausgerechnet, sagen wir mal, die offensichtlich eher Richtung spirituell gehende und sonst was, so einen Pfad verfolgt, der nicht so gut enden dürfte. Also witzig, das kennst du ja, sie ist eine Bergsängerin, nennen wir es einfach mal Bergsängerin oder so. Sie haben den Zwergen, Zwerge sind eines der Sachen, die Serie am besten gemacht hat, generell, wie sie aussehen, wie es läuft, wie die Story ist, wie es... Ich mochte die Zwergen-Story mit der Haarfuß-Story mit am meisten. Und das ist super. Also es ist absolut bereichernd, finde ich. Das, was sie an Tradition und sonst was reingebracht haben, finde ich, passt super für die Zwerge. Vor allen Dingen auch die Zwerge, wie man es so um den Herr der Ringe herum mitbekommt. Ja. Sie ist, wie gesagt, eine Sängerin. Sie hören im Prinzip, sie haben so eine, genau, sie tönen den Berg oder den Raum, den Stollen, um wohl tatsächlich von den Vibrationen, Rückmeldungen, irgendeinem Steingefühl mitzubekommen, okay, wo können wir lang gehen, wo gehen wir besser nicht lang. Ich habe auch mal interessant gefunden, dass, ich habe mich so gefragt, so irgendwann gräbt sich Durin, also Elronds Freund, durch den Felsen. Ich denke mir so, Alter, wie gehst du da wie schnell gehst du da durch den Felsen durch? Irgendwann ist mir aufgefallen, das haben sie sogar so gemacht, wie der die Steine schlägt, ist immer so im komischen Muster. Ich dachte, da ist das sinnlos. Die Steine explodieren. Lässt den Stein bersten und zerbrechen. Der haut nicht nach und nach weg. Ich sehe gar nicht im Kopf gerade. Ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Der haut die Steine immer wieder in bestimmten Winkel und die Steine zerbersten tatsächlich. Mhm. Also der sprengt effektiv. Also falls du sich fragst, durch. Was Zwerge besser können als Elfen oder Elben? Ja. Da wäre was, das kann ja, ziemlich irgendwie. Bezweifle ich, dass da, es sei denn, sie würden uns mal wirklich versuchen. Das ist wirklich nervig. Okay, jetzt allzu ausufernd machen wir es heute mal nicht. Wir wollten ja nur mal sagen, ist es empfehlenswert, ist nicht empfehlenswert. Jetzt, wir sind ja in den Spoilern. Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Entscheidungen in der Story, Dinge, die toll sind oder nicht so toll sind? Wer der Große ist, wie gesagt, der aus dem Himmel fällt, ist auch so einfach so eine Magic Box, die halt irgendwann gelüftet wird und bis dahin weiß man es ganz einfach nicht. Und ich hoffe, dass es nicht das ist, wonach es riecht. Also er hat in der letzten Folge kommt ein Zitat von ihm, der eine andere Figur in Herr der Ringe auch genauso gesagt hat und damit ist es eine sehr deutliche Anspielung. Wer es ist, zumal er nicht derjenige sein kann, den die drei Besucher, die dann da kommen, die ihn finden wollen, glauben, dass er ist. Ja. Das schließt sich von Anfang an aus. Ja. Deswegen, also da kommen dann drei, die sagen, du bist der und der und du weißt eigentlich, das kann er gar nicht sein. Denn der ist schon viel länger auf der Welt und das wissen wir als Zuschauer. Das wurde uns schon gesagt. Und deswegen ist dieses Ablenkungsmanöver storytechnischerweise, finde ich so total ein Griff ins Klo. Ja, meine persönliche Hoffnung war halt, wie gesagt, dass wir haben drei Storylines und wir könnten halt eventuell so eine gespaltene Persönlichkeit quasi haben. Das ist halt, auf sowas stehe ich halt grundsätzlich, ist sehr untypisch, aber so, dass halt tatsächlich, eine gewisse uns bekannte Wesenheit nicht nur sich generell versteckt hat, sondern so versteckt hat, dass er sich gleich in mehrere Personen oder Wesenheiten aufgespalten hat, um nicht gefunden zu werden, erst bevor es soweit ist. Was wenn in Fantasy mal eine interessante Erzählung wäre, je nachdem, wie gut man es macht. Ach, da könnte man so viele Sachen machen und vor allem
Aber ich meine, die sind halt gebunden dran, dass es halt wieder gegen irgendeinen bösen Obermotz geht. Ich hätte ganz gerne mal eine Fantasy-Story, eine epische Fantasy-Story, gerne über eine Trilogie, wo es nicht darum geht, einen übermächtigen bösen Gegner zu besiegen. Ja, ich hätte es mal interessant. Tatsächlich, es gibt Leute, die befürchten, dass Sauron in der zweiten und dritten oder sonst was Staffel irgendwie so zu sehr sympathisch gemacht wird und sonst was. Und ich denke mir, ja, schön wär's. Ja. Ich hoffe es mal, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht so ganz dran. Die besten Gegner sind die sympathischen. Das, ja, außerdem ist so, von Tolkien her und so weiter, wie gesagt, nichts, haben sie sogar in der Serie mal reingeschrieben, in den Text, nichts ist am Anfang böse, nicht mal Sauron und komplett böse oder sonst was, nicht mal Sauron. Der Punkt von das Problem von Sauron ist, dass seine Philosophie im Laufe halt leicht irgendwann korrumpiert wurde und leicht zu korrumpieren ist, weil er halt irgendwann denkt, ich möchte Ordnung, Ordnung in der Welt und wenn ich schon die Macht dazu brauche, wie mache ich Ordnung? Ich brauche Macht und zwinge Leute dazu und generell weiß ich es am besten und meine Ordnung keine, beziehungsweise wisst ihr was, ich will einfach nur noch Macht. Macht, 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 was ich sage, Macht, was ihr, was ich will, Macht, was ihr, Macht, es, seid, was das ich mache. Das ist ja die Hybris dann, weil man, dann sagt man sich ja, ich bin die Ordnung und alle anderen arbeiten dagegen, also muss ich das Ganze in die Hand nehmen. Ja. Ich frage mich, wie sie das weitermachen. Momentan komme ich mir, witzigerweise, es ist eine ultra teure Serie, aber bei den, bei so gewissen Schlüsselereignissen und so weiter, epischen Schlüsselereignissen aus der Vorgeschichte des Herr der Ringes, von dem bisschen, wo teilweise schon dran gekommen ist, habe ich halt das Gefühl, ich sehe die LARP-Version. Also eine Version, die im, wie es es halt im LARP darstellen kannst. Ja, ja, ja. Das ist so, also weil nichts so, gegen LARP, ich, also das wisst ihr aber. Ja, also ich krieg selber das perfekte Beispiel jetzt nicht hin, aber du hast so quasi Atlantis versinkt und was dir präsentiert wird, passiert da nicht in dieser Form und was man sieht nicht so hin. Aber statt dass du siehst, wie Atlantis versinkt, schippert da eine Dame über ein Boot und das Boot kippt dann oder sowas. Also es ist halt, das ist nicht das, was ich so erwarte. Es ist so eine Sparvariante halt nach dem Motto, wir haben echt nicht das Budget dafür. Habe hier das Gefühl, wir haben nicht die Zeit dafür. Nicht die Zeit eher, also ich habe eher das Gefühl, dass dann auch solche Szenen zu sehr ins Auge gedrückt werden, wieso ist es passiert. Da habt ihr gut aufgepasst, wie zum Beispiel eben am Ende, das sind nicht mehr die Südlande, das ist jetzt Mordor, mit dem Bild, mit dem Vulkan, alles brennt und ja, da das war halt so in die Fresse. Jo. Und da so gab es halt einige Szenen noch, die halt... Ja, das magst du ganz besonders generell nicht. Ich fand's okay. Ich habe mich eh gefragt irgendwann, wie sie es offensichtlich umbenennen werden, wie das laufen wird. Sie haben sich dafür entschieden, dass es einfach bloß ein Text ist, dass der Text auf der Karte... Weil sie sogar gemerkt haben, dass es zu plakativ ist, haben sie den Namen nicht gesagt, sondern dann einfach nur eingeblendet, was fast schon, also das war was zum Fremdschämen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie gemerkt haben, dass du es nicht einfach in die Kamera sagen kannst, also blenden was per Schriftzug ein. Intelligenter wäre es gewesen, einfach mal dieses Bild zu lassen und später irgendwann in der zweiten Staffel einfach irgendeinen Ork, irgendwen Mordor sagen zu lassen und dann erst drauf kommen zu lassen, dass die ihr Land jetzt dort so bezeichnen. Das wäre die intelligentere Lösung gewesen. So, naja gut, aber das ist zweite Staffel, bla. Und für diese Staffel tatsächlich, was ich draus gezogen habe, da war ich halt dann schon ein bisschen Meta, also definitiv wieder Meta. Ich mochte, dass es tatsächlich, also meine letzte Szene mit Blick auf Arda und sonst was war, wo das Land sich so verändert hat, ist halt wirklich so, dass sein Gedanke ist, ja, das ist eine gute Frage. Stimmt, sind nicht mehr die Südlande, aber wie nenne ich das jetzt? So, also und du siehst halt, was es dann wird. Bayern. Quasi. Ja, Mordor halt. Nein, aber so, also ich kriegt damit meinen Frieden, aber ja, es ist tatsächlich so ein, keine Ahnung, ich mag alles mit Arda, außer dass ich wirklich das Gefühl habe, dass in in den Südlanden gefühlt nach der ersten Folge nur noch ungefähr 800 Menschen leben insgesamt. Ja, ja, tatsächlich fühlen sich diese Schlachten halt auch nicht wie Schlachten an, aber das ist gute, völlig gute okay. Schlacht. Völlig wirklich okay. Gute Schlacht, ich mein, und alles. Es ist halt nur so, wie viele okay. Leute sind da unten? Wo ist die nächste Nachbarschaft? Ich mein, du musst auch mal sehen, Mittelerde, der Ringkrieg,
Wenn du die Armeen da mal zählst, ja, das sind auch im Prinzip Scharmützel. Wenn du mal rein die Truppenstärke zählst, da ist also, da war der jugoslawische Bürgerkrieg größer. Ja, schon. Aber an der Stelle möchte ich auch sagen, also mit die Ringkriege, was meinst du mit die Ringkriege? Meinst du die Ringkriege aus dem dritten Zeitalter? Ja, die aus Herr der Ringe, klar. Ja, gut. An dieser Stelle möchte ich mal kurz, ich weiß nicht mehr wen genau, aus Gondor zitieren. Wir ziehen also gegen das Schwarze Tor mit 7000 Mann. Früher war das die Vorhut von Gondor. Was auch so eine Sache ist, also zumindest irgendwann zwischen dem zweiten und dem dritten Zeitalter, ist das alles ein bisschen größer. Eben tatsächlich das Intro, wo wir aus dem Peter Jackson-Film kennen. Klar, das ist rein zeittechnisch theoretisch 2500 Jahre in der Zukunft, muss man auch mal sagen. Nebenbei, also entweder benennen da eine ganze Menge Leute ihre Söhne immer in einer sehr klassischen Tradition. So, bei meiner Family ist es, hat sich irgendwie eingebürgert, dass der erste Sohn immer Andreas heißt. Ach so, Punkt. Okay. Bei den Zwergen ist es heißt jeder Sohn vom König Durin. Und jeder König dadurch auch Durin, hat da auch noch einen Grund. Und ich habe hier das Gefühl, entweder Elendil und Isildur, entweder geht das eine ganz schöne Reihe durch, oder sie haben es wirklich vor, abzukürzen, massiv, weil, naja, da sind zwei Leute da, die 300 Jahre oder so ungefähr alt werden und ungefähr das Zehnfache ihrer Lebenszeit zu früh in der Story auftauchen. Ja, da müssen wir sehen, wie sie es machen. Das ist wie gesagt was, wo, wenn man jetzt einfach nur die Filme kennt und die, einfach diese Geschichte als solche nimmt. Es ergeben sich halt offene Fragen. Ich habe dann auch noch mal ein bisschen geblättert, was nämlich zum Beispiel, und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, das Schmieden der drei Elbenringe angeht. Nämlich in den Filmen wird es ja so erklärt, und ich nehme es mal nur... Und da spreche ich mal für die Leute, die nur die Filme kennen, dass Sauron werkelt also da seine Herrschaftsringe, sagt denen, hey Leute, mit denen könnt ihr eure Völker noch besser beherrschen. Die geben euch Macht. Wie sich das genau äußert, ist dahingestellt. Aber es muss ja nicht alles übererklärt werden. Wunderbar. Und hier haben wir jetzt den Fall, dass diese drei ersten Ringe im Wesentlichen, außer der groben Bauanleitung, wie man es machen könnte, nichts mit Sauron zu tun haben. Die haben die Elben gemacht und was bedeutet für mich bedeutet, diese drei Ringe gehören überhaupt nicht zu den Ringen der Macht, die Sauron schmiedet, mit denen er die Völker verführen will. Ich meine, ja, klar, man kann sich schon denken, gut, okay, Galadriel trägt ein Herr der Ringe den Ring ja auch und wird nicht beeinflusst. Was ich mir aber immer so erklärt habe, na gut, zum einen sind es Elben, die Menschen haben auch anders drauf reagiert als die Zwerge. Und Sauron ist nicht da und trägt seinen Machtring nicht, mit dem er den tatsächlich beeinflussen kann. So gab das für mich immer ein stimmiges Bild. Und wenn du mal nur die Filme siehst oder gesehen hast, wie ich, und jetzt Ringe der Macht schaust, ich weiß schon, da werden wir werden hunderte Kommentare bekommen darüber, die mir das jetzt alles genau erklären. Aber ich, wie gesagt, ich vertrete jetzt einfach mal die Zuschauer, die nur die Filme gesehen haben. Dann ergibt es so, wie es in Ringe der Macht dargestellt wird, für mich keinen Sinn. Für aus? Kurz ein bisschen? Für das ein bisschen kurz aus? Warum ergibt es keinen Sinn? Es ergibt keinen Sinn, weil diese Ringe zwar nur so ungefähr gemacht wurden, wie die, die Sauron dann macht, aber Sauron kann da ja nicht sein Böses, sein Dings und den Verderb und so alles reinmachen, weil das, die Ringe haben sich die Elben gemacht. Ja. Die haben mit den Ringen, da macht gar nichts zu tun. Ja, also du hast es tatsächlich richtig witzigerweise, du denkst, weil halt auch in der Reihenfolge, wie man von den Ringen zuerst erfährt, du denkst ja irgendwie, okay, die ersten Ringe, die geschaffen wurden, sind, oh mein Gott, ich habe eine Befürchtung gerade nebenbei. Die ersten Ringe, okay, drei Ringe für die Elben hoch im Licht, genau. Neun für die Menschen, die mehr nein, als... sieben für die Zwerge in ihren Hallen aus Stein, neun genau, für die Menschen, dem Tode geweiht. Genau. Und dank dieser Reihenfolge hast du im Kopf irgendwie, dass die Elbenringe vielleicht zuerst gemacht wurden oder so.
Nein, tatsächlich sehr zu meiner Überraschung. Die Elbenringe sind als letzte gemacht worden. Kurz bevor Sauron den Meisterring geschmiedet hat. Und was sehr überraschend ist, wenn du das mal nachliest und mitbekommst. Und der Punkt ist, warum sie tatsächlich rein sind, ist, Sauron war zu dem Zeitpunkt nicht mehr dran beteiligt. Und das ist der Part. In der Serie schmieden sie die Elbenringe zuerst. Die Dinge, wo später waren, nachdem sie die Elben gelernt haben von Sauron, wie sie Ringe der Macht schmieden können und so weiter, denken sie sich, hey, ich will da noch, der ist ja weg, der Typ ist ja weg, der ein paar von uns so creepy fanden, aber ich möchte da mal weitermachen, mal aus wirklich komplett aus eigenem Antrieb noch drei besondere Ringe machen mit all meinem Wissen und so weiter. Und yay. Und sind halt basieren auf den gleichen Prinzipien und sind deswegen wohl auch vom Ring der Macht beeinflussbar. Weil es halt das Grundprinzip tatsächlich ist. In der Serie ist es so, also in der Serie kannst du es hier höchstens wiederum so rum erklären, dass Sauron die Geheimnisse kennt, weil er an der ursprünglichen Entwicklung beteiligt war und deswegen vielleicht den Meisterring so machen kann, dass er eben auch die Elbenringe, die als erstes und geschmiedet wurden und zu dem Zeitpunkt begonnen wurden zu schmieden, also wo sie sich dafür entschieden haben, Ringe draus zu machen, wo er theoretisch schon nicht mehr dabei war. Ja, aber da denke ich mir halt, ist okay, das kann man sich vielleicht im Hirn. Ja, aber es ist tatsächlich weit komplizierter, als es sein sollte. Ja, und hätte man das nicht vielleicht besser erzählen können? Ja! Dann hätte man wahrscheinlich, aber... Ich mochte es aber, also ich mochte wie insgesamt, wie es lief und sonst was, aber es ist halt im Hinblick, okay, wäre es eine seine eigene Story und so weiter, hätte ich es ziemlich gut gefunden. Als Teil vom Herr der Ringe ist es so passabel, in diesem Zusammenhang halt. Ich mochte das nicht komplett, aber ich bin gerade ein bisschen... Tatsächlich habe ich das Scheißgefühl, dass die Leute tatsächlich beim Schreiben das Gedicht, wie ich im Kopf hatte und angefangen, einfach ganz stumpf angefangen haben oder irgendein Produzent dran saß und so dieses, Elbenringe kommt zuerst, davon wird ja zuerst gequatscht oder so irgendwie eventuell noch dahinter saß, weil irgendwie habe ich dieses stumpfe Gefühl da gerade. Lass mal sehen, wetten, dass als nächstes die Zwergenringe gemacht werden. Nebenbei, die Zwergenringe und die Menschenringe meines Wissens haben eigentlich keinen echten Unterschied. Soweit man es aus dem Bücher anhängen und sowas rauslesen kann, das sind effektiv alle mehr oder weniger die gleiche Art. Die Frage ist halt, an wen sie gelandet sind und die Völker reagieren halt sehr unterschiedlich drauf. Und die Elbenringe unterscheiden sich dadurch, dass eben wirklich nur die Elben die Dinger gemacht haben. Nachdem, wie gesagt, Sauron schon weg war. Ja. Heimgegangen ist. Ja. Das ist ein Fanprojekt. Okay. Also ihr habt jetzt ein Bild bekommen, glaube ich, dadurch, dass wir nur noch eine Kamera haben, ja. Kann ich keinen Bildwechsel mehr machen. Und deswegen kommen wir jetzt einfach mal zum Ende. Also die sympathischsten Figuren sind die Orks in gewisser Weise. Ja. Nicht, dass ich sie besonders sympathisch finde, aber ich kann sich sehr gut in sie reinfühlen. Orks sind immer toll. Also Uruks. Orks sind immer toll. Ich hatte es auf dem letzten Lab auf dem Moringard, hatte ich auch die schöne Situation. Wir waren in der Schlacht. Ich war eigentlich nur Gesindel und sollte helfen, Verletzte hinter zum Heiland zu ziehen. Und wir sind gegen die Schlacht, gegen die Orks, also in den Wald. Und unsere Schlachtreihe geht so auf das Lager los. Es gibt vorne schon Gefechte. Auf einmal werden wir von der Seite angegriffen. Und zwar von Untoten. Dann haben wir alles nochmal, also haben die sich umorganisieren müssen, die Orks sind durchgebrochen und wir, die dahinter waren, ich so bewaffnet mit so einem Dolch oder so, wir sahen uns plötzlich Orks entgegenüber, die auf uns zugerannt sind und das ist einfach richtig geil, wenn du weit hinter einer Schlachtreihe, du bist mit anderen Zivilisten im Grunde da, und da rennt ein Ork auf dich zu und du denkst, na gut, ich kann einen Haken schlagen, einfach, wenn er mich fast hat, da kommt auch einer fünf Bäume neben dran. Da hinten kommt einer fünf Bäume neben dran. Diese Fächertaktik, und das sind einfach Orks, die rennen mit solchen Schwertern oder Äxten oder was auch immer. Und dann sind wir gerannt durchs Dickicht so richtig schnell und ich dachte, ich entkomme denen. Und dann habe ich einen Pfeil in den Rücken gekriegt. Das war der epischste Tod, den ich je auf dem Lab gehabt habe. Sehr geil. Also Orks sind immer gut.
Mein episches Erlebnis auf dem LARP hat auch mit Orks zu tun. Da haben wir die gespielt. Ging komplett in die Hose, in Anführungszeichen. Wurde ein Dorf für NSCs oder die Ork-NSCs aufgebaut im Wald. Wirklich super gemacht und so. Sollte da eigentlich so eine Stunde oder sowas bespielt werden, dass man beobachten kann. Die SCs wurden von einer ungeduldigen Spielleitung, so wie ich es mitbekommen habe, lange vor den NSCs reingetrieben. Spielercharaktere gleich SC. Ja. Und wie soll man sagen, ja, war ein bisschen für die Katz, wenn die Leute vor den wenn die Zuschauer vor den Schauspielern schon hinter der Bühne stehen, so, hey. Okay. Gab es halt dann so, okay, machen wir es einfach, ein Gemetzel draus, erklären wir es für fertig. Die Hälfte von den Ork-Spielern sind danach, oder NSCs sind danach abmarschiert, und der Rest dachte sich, also das können wir so nicht auf uns sitzen lassen, wie das ist. Okay, wir sind ein Jagdtrupp, der zurückkommt und jetzt die Typen in der sieht, was hier angerichtet wurde, die Typen in der Burg aufmischen will. Warum ich das kurz erzähle? Einfach so, weil es gab schon eine Schlacht für die Spieler mitzubekommen, das heißt, wir latschen den Feldweg runter, gucken können dort durch den Wald auf der anderen Seite von so einer kleinen Bergwiese, worunter geht auf der anderen Seite die Burg sehen, wo der Hauptspielort ist und so weiter. Und wir latschen da so den Weg, die Hohlgasse runter und gucken so nach rechts, und da sehen wir so ein paar Mönche von den aus dem Spielerlager hochmarschieren, so schön auf der Wiese im hellen Sonnenschein. Und wir laufen da runter und blicken es rüber, und sie laufen da hoch und blicken zu uns rüber, und sie werden langsamer, wir werden langsamer, kommen wirklich, bis wir zum Halten kommen, weil es wirklich niemand so genau sicher war, was die Sache war. Und dann haben sie den Fehler gemacht, einer von ihnen hat angefangen zu rennen. Und dann gab es kein Halten mehr. Das Schönste, während wir durch die Wiese aus dem Wald raus, so zu ungefähr 15, 20 Typen oder sowas, den vier Leuten hinterher, brüllend, Äxte schwenkend und sonst noch irgendwas. Das Schönste daran fand ich den einen Typ, der die ganze Zeit gerufen hat auf dem Weg nach unten: Das haben wir jetzt davon! Das haben wir jetzt davon! Sehr geil. Okay, und falls ihr euch irgendwas gefragt habt, was das jetzt am Schluss war über LARP etc., wir hatten neulich vor einer Weile den Schrödingers Chat über LARP, zwei Folgen sogar, guckt es euch an. Wunderbar, dann also, wir sind mal gespannt auf die zweite Staffel. Ich denke mal, wir werden dann auch was drüber machen. Und dann, hast du noch irgendwas zu sagen? Rucks. Dann bis zum nächsten Mal. Es wird jetzt wahrscheinlich direkt nochmal ein Ersteindruck kommen von dem Film. Kleiner Spoiler, wir werden regelmäßig aus dem Kino hier berichten können. Und ja, Mandalorianer kommt auch. Und dann bis dann. Und ciao.